Ja, sehr schön. Dass gerade mittelständische Unternehmen in Sachsen-Anhalt oft mit Widrigkeiten zu kämpfen haben, ist hinlänglich bekannt. Die Probleme umfassen dabei nicht nur den Fachkräftemangel, sondern auch zahlreiche bürokratische Hürden. Um sich einen Überblick über die Schwierigkeiten der hiesigen Wirtschaft zu verschaffen, war am 29. Februar 2016 die Ost- und Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke, zu Besuch in der IHK Magdeburg. Im Gespräch mit den Unternehmern wollte sie herausfinden, an welchen Punkten die Politik den Unternehmen besser helfen kann. Eröffnet wurde die dafür anberaumte Mittelstandskonferenz von IHK-Präsident Klaus Olbricht. Er äußerte sich positiv dazu, dass die Politik den Kontakt zur Wirtschaft sucht. Die erfolgreiche und zielführende Verknüpfung aller Akteure mit den genannten Handlungsfeldern gleicht einer Mammutaufgabe. Denn jedes Unternehmen besitzt, trotz der Gemeinsamkeit, ein Mittelständler zu sein, unterschiedliche Ausprägungen, regionale Besonderheiten und Perspektiven. Da freut es mich umso mehr, dass seitens des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie mit dieser Veranstaltung die Möglichkeit zum Dialog geschaffen wurde. So können wir als Unternehmerinnen und Unternehmer dazu beitragen, dass das Aktionsprogramm realitätsnah und unternehmensbezogen ausgestaltet werden kann. Nach einem Vortrag von Iris Gleicke ging es in die Diskussion. Diese fiel durchaus munter aus, war diese Konferenz doch die einzige ihrer Art in den neuen Bundesländern. Einer der Themenschwerpunkte war wie so oft die Integration ausländischer Arbeitskräfte, die in großen Teilen befürwortet wurde. Iris Gleicke sprach sich auch klar für eine weitere, stärkere Förderung der Wirtschaft im Osten aus, ein Thema, das auf Bundesebene oft kritisch betrachtet wird. Alles in allem ergab die Diskussion viele Punkte, die Frau Gleicke mit nach Berlin nimmt. Sie betonte aber auch, dass viele Verbesserungen jetzt schon auf den Weg gebracht wurden. Wir arbeiten ja auch an ganz konkreten Lösungen. Ich habe ja auch versucht darzustellen, dass wir bei der Finanzierung schon ein ganz erhebliches Stück weitergekommen sind, was gerade auch die Wachstumsfinanzierung angeht, dass wir aber an anderen Stellen eben auch noch weiterarbeiten müssen, wie beispielsweise bei Energiepreisen. Das ist ein Dauerthema, da werden wir einfach dranbleiben müssen. Und deshalb wollte ich nicht darstellen, wir haben schon alles aufgeschrieben, alles ist schön, es ist gut, dass wir nochmal drüber geredet haben, sondern es bleibt eine Daueraufgabe, die Rahmenbedingungen für den Mittelstand, IHK-Bereich, aber auch das Handwerk so zu gestalten, dass wir da alle was von haben. Einen Punkt wird man aber im Ministerium noch schärfer diskutieren müssen. Das Thema Bürokratieabbau. Ralf Luther, der Geschäftsführer der Stahlbau Magdeburg GmbH, sieht hier ganz konkreten Handlungsbedarf. Ein großes Thema, was angesprochen wurde auf dieser Veranstaltung, war das Thema auch Bürokratieabbau. Ich glaube aber, hier fehlt Frau Gleicke, wenn sie sagt, wir brauchen Regelungen. Die Regelungen, die wir im Mittelstand brauchen, müssen kurz und bündig und erfüllbar sein. Oftmals laufen die Abstimmungen nur mit der Großindustrie. Diese Regelungen können dort erfüllt werden. Der Mittelstand fühlt das als Arbeitsbelastung, als Hemmnis ab. Und das muss reguliert werden. Das muss im direkten Dialog mit dem einzelnen Mittelständler oder mit der Mittelstandsindustrie auch geführt werden.